Nächste Haltestelle, Eschersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts oder links? Lasst euch überraschen. Zum Eschersheim ist diese eine Haltestelle, wo diese eine Brücke, diese eine marode Brücke über die Gleise ging und sehr lange dort Bestand hatte. Kann das sein? Ich komme da gerade nicht sehr Fahrgastkomfort. Merke ich gerade. Nicht wirklich heute. Ja, solange ich am Hauptbahnhof gegen eine Prellbock pralle, ist ja alles gut. Oder läuft alles gut? Ich weiß es nicht. Ja, und Aufgabe hätten wir noch 10 Minuten zu fahren. Was ich aber eher weniger glaube. Ich glaube, wir werden auch wieder über so knapp über 40 Minuten aufnehmen. Oder ich. Sind wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen früh dran hier. Also es wird mir nicht so lange stehen hier. Ein klein bisschen Verspätung haben wir, würde ich sagen. Nächste Haltestelle, Frankfurt Westbahnhof. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Aufgrund dessen, dass wir direkt in den Hauptbahnhof fahren, halten wir an Gleis 5. Kann man mal in die Liste schauen? Ja, also laut Liste waren wir bei alle Bahnhöfe angehalten. Es kommt so die der Abschnitt, wo ich mir ja so ein bisschen, wo ich ein bisschen Angst habe wegen dem Magnet. Jetzt habe ich wieder zwangsbremst. Beziehungsweise die Geschwindigkeitskurve. Oder PCB. Jetzt kommt die Ankündigung auf 90. Und jetzt muss ich auf 80 runterbremsen, obwohl ich 90 fahren kann. Ich weiß nicht warum, ob das so in Wirklichkeit ist, ich weiß es nicht. Das kann man ja in die Kommentare mal schreiben. Oder ob das einfach nur blöd programmiert ist. Genau, jetzt muss ich jetzt kann ich 90 fahren gleich. Also ab hier. Wenn ich wieder komplett ins Kontrollen bin. Und danach 80 nach dem Bahnhof.
Ja, und hier weiter links ist, ja, ist doch gut. Ist die Stammstrecke. Jetzt kommt auch gleich das Bauwerk, wo dann die S5 drüber kommt. Hallo, Kollege. Ich würde mal sagen, wir sind etwas früh dran, oder? Kann das sein? Es beginnt auch ein bisschen zu ruckeln. Ich entschuldige mich dafür, aber Fernsehmodulator ist momentan oder ist sehr unperformant. Aber das wird sich ja dann bald ändern, wenn Fernsehmodulator 2019 rauskommt. Mit der 64-Bit-Architektur. Ich bin froh, dass ich das nicht neu kaufen muss. Generell habe ich mich gewundert, dass es überhaupt einen Fernsehmodulator 2019 gibt. Oder werden gibt, weil Trains im World herausgekommen ist. Was mich aber noch ein bisschen ärgert, dass nicht die komplette Siegstrecke gebaut wurde, bis Siegen durch. Aber ja. Dafür hat man seine diese Strecke noch im Train Simulator. Müsste mir dann nur mal das Update dafür runterziehen. Beziehungsweise mal installieren. So, da ich aber gleich auf 70 runter muss, lasse ich den Zug jetzt ab hier etwas zu rollen. Dann brauche ich nämlich nicht zu bremsen, bis auf gleich. Auf 30 runter muss. Beziehungsweise auf 40. Also was mir jetzt hier noch nicht so was mir hier nicht so gefällt, ist, dass die 60er-Ankündigung viel zu früh kommt. Weil nach realen Videos kommt die 60 viel später. Also hier. Und dass ich dann ab hier 40 fahren muss. Obwohl das Signal grün ist. Das verstehe ich nicht so ganz. Von dem Überwerfungsbauwerk ganz da hinten komme ich meistens immer, wenn ich über Mainz fahre mit dem ICE nach München. Deshalb, es ist schon lustig, wenn man das hier so einiges erkennt, hier wieder. Vom Hauptbahnhof und von der Umgebung hier. Und von der Skyline ein bisschen was. Wenn die komplette Skyline, da fehlen noch ein paar hoch
die Fallschirmchen hier. Glaube ich zumindest, dass hier noch ein paar Türme fehlen. Mein Zug noch ein bisschen Zügel hier. Weil der hintere Teil schiebt doch noch mal ordentlich. So, da wären wir dann auch schon am Hauptbahnhof. Jetzt muss ich noch wieder auf 30 runter. Dann hätten wir das auch schon. So, da die Türen hier nicht mehr aufgehen werden und damit auch die Aufgabe nicht schießbar ist, die weiß ich glaube ich nur so, wenn ich am Fest hier. Egal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.